Werden in ganz Russland die Gräber von Wagner-Söldnern zerstört? In einem Video wurde der Kreml beschuldigt, nach dem Tod von Wagner-Chef Prigozhin die Erinnerung an die Wagner-Soldaten auslöschen zu wollen. Doch was ist dran an der Behauptung? Das Video, das am 25. August gepostet wurde, ist in den sozialen Medien millionenfach aufgerufen worden. Daran behauptet ein Mann, ein ehemaliger russischer Militärangehöriger zu sein. Er beklagt die Demontage der Kreuze auf den Gräbern der Wagner-Kämpfer im Dorf Nikolaevka in der südwestlichen Region Samara in Russland. Zwei Monate nach dem gescheiterten Putschversuch gegen das russische Verteidigungsministerium am 23. August kam Jewgeni Prigozhin ums Leben, als ein Flugzeug mit ihm und weiteren Mitgliedern der Söldnergruppe an Bord in der nordwestlichen Region Twer in Russland abstürzte. In den sozialen Medien sind viele Nutzer der Ansicht, dass das Video der angeblich zerstörten Gräber ein Beweis dafür ist, dass die russische Regierung versucht, alle Spuren der Söldnergruppe zu verwischen. Lokalen Medienberichten zufolge sind die Bauarbeiten in dem Bereich des Friedhofs, wo Wagner-Kämpfer begraben liegen, jedoch Teil eines Renovierungsprojekts. Laut diesem Artikel, der einen Tag nach Prigozhins Tod veröffentlicht wurde, werden die Kreuze und Kränze durch schwarze Pyramiden ersetzt, die als Drachenzähne bezeichnet werden. Eine Anspielung auf die Betonblöcke, die von den Söldnern errichtet wurden, um ukrainische Panzer daran zu hindern, sich ihren Verteidigungslinien zu nähern. Das ist eindeutig eine Würdigung der Kämpfer und kein Versuch, ihr Andenken auszulöschen. Aber hat diese Renovierung irgendetwas mit dem Tod von Prigozhin oder dem Putschversuch zu tun? Diese lokale Nachrichtenagentur behauptet, dass ein Friedhof in Jekaterinburg in Zentralrussland mit denselben schwarzen Betonpyramiden renoviert werden soll. Wir haben einen noch früheren Hinweis auf diese Drachenzähne gefunden. Vortag, eine unabhängige Zeitung, berichtete am 11. Juli, dass auf einem Friedhof in der Region Krasnodar im Süden Russlands ab Mai schwarze Pyramiden die traditionellen Kreuze auf dem Wagner-Grabfeld ersetzen würden. Das bedeutet, dass ähnliche Renovierungsarbeiten bereits vor dem Wagner-Aufstand auf anderen Friedhöfen in ganz Russland stattfanden.